Zwei Schwestern aus Bella Italia. Egal, was passiert. Wir machen das zusammen. Oh, da sind aber der Papa und die Mama noch dabei. Guck mal, wie stolz. Oh, das sind Geschwister. Schön. Schön. Oh, wie stolz. Das ist doch schön. Wer wird jetzt da singen? Oh, die umarmen sich beide. Das heißt, die wollen beide jetzt, oder wie? Ich weiß nicht, wir werden sehen. Nein. Hey, hallo. Hi, kommt mal zu uns. Das ist aber eine schöne Familie. Hallo, na, Schwester? Ja. Ja. Sieht man's? Ja. 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 Ihr wisst, dass man normalerweise hier einzeln zu uns kommt, ne? Ja. Aber ihr wollt uns gemeinsam überzeugen, oder wie? Ja, wir sind Dream Team. Klar, wir sind beide einzelne Kandidaten. Aber wir singen schon immer zusammen und haben gedacht, das können wir euch nicht vorenthalten. Und das war der Papa und die Mama wahrscheinlich. Genau. Ja, genau. So stolz schon bereits. Ja. Wow. Ja. Schön. Okay, dann stellt euch mal vor. Daria und Georgia. Ein doppelter Espresso für die Jury. Eine ist 20, die andere 23. Aber wer ist welche? Ich bin Georgia. Und ich bin Daria. Wir sind Schwestern. Ich bin die Ältere. Ja. Also wir sind beide in Italien geboren, sind nach Deutschland gezogen, als ich 7 war. Und seitdem leben wir in Mannheim. Hallo, herzlich willkommen. Buongiorno, hallo. Also das ist mein Mann Angelo. Das ist meine Frau Maria Rosaria. Maria Rosaria, wir haben 2 wundervolle Töchter. Georgia ist ein Sonnenstrahl und viel Energie, viel Positivität und dieses einfach Einzigartige, was sie ist. Daria ist die ruhigere. Ich sitze meistens in meinem Zimmer, mache mir die Nägel in aller Ruhe. Und im Nebenzimmer bei meiner Schwester weiß man einfach gar nicht, was abgeht. Alles gut. Leider bin ich noch keine Tätowiererin, aber ich wäre es gern irgendwann. Man kann sehr gut abschalten, gerade vom ganzen Chaos bei uns zu Hause. Geschafft. Tick, tick, boom. Sie ist der verrückteste Mensch, den ich kenne. Also wirklich. Sie hat sich eine Glatze schon abrasiert. Gnadenlos. Es wird durchgezogen, ohne weitere Gedanken. Wenn ich eine Idee habe, nicht heute, gestern am besten schon. Tattoos, Piercings. Dafür liebe ich sie einfach. Sie macht es einfach, ohne zu überlegen. Und woher kommt die Musik? Unsere Eltern singen auch beide. Und ich denke, dass das Musikalische auf jeden Fall von denen kommt. Auf jeden Fall, ja. Es ist einfach schön, zusammen zu singen mit der ganzen Familie. Musik ist alles für mich, einfach weil für mich Musik Familie bedeutet. Meine Eltern sind sehr, sehr herzlich. Die waren immer sehr verständnisvoll. Und Respekt und Humor ist bei uns ganz, ganz oben. Die 2 sind 1. Die verstehen sich super, super toll. Die halten auch zusammen. Also die sind wie Tag und Nacht, aber einfach wunderbar. Ach, das wäre natürlich ein Traum zu gewinnen, so zusammen im Finale zu stehen und es einfach zu rocken. Also wir fangen mal alleine an, würde ich sagen. Also fang ich an? Wie du möchtest. Ich fang an mit Ain't Nobody. Okay, Daria, dann toi, toi, toi. Dankeschön. Daria schafft es heute, weil ich der Meinung bin, dass sie eine der schönsten Stimmen überhaupt hat. Sie hat einfach das Zeug dazu. That's the way it was. Happened so naturally. I didn't know it was love. The next thing I felt was you holding me close. What was I gonna do? I let myself go. And now we're flying through the stars. I hope this night will last forever. Dankeschön. Dann tauschen wir mal. Yeah.
Ja. Also ich singe Castles von Freya Ridings. Okay. Mhm. Wenn sie sich etwas in den Kopf setzt, dann muss sie das erreichen. Sonst kann sie wirklich nicht mehr schlafen. Sie wird es zu 100% schaffen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Daria, bei dir merkt man, dass die Unsicherheit noch ein bisschen stärker ist. Bei dir, Castles, ich denke nicht, das war die richtige Liedauswahl. Es hat mich nicht ganz bewegt. Für mich habt ihr beide falsche Songs gewählt. So, und jetzt möchtet ihr auch noch gemeinsam was singen, oder wie? Ja, wenn ihr es zulassen wollt. Singt uns doch mal gemeinsam was vor und dann... Wir singen Free. Super. Wow. Okay. Schön. Wir sind wahnsinnig stolz auf unsere Töchter. Das war schön. Vielen Dank. Ja, aber es kann nur einer gewinnen. Klar würde ich mir wünschen, dass wir beide weitermachen können. Aber wenn es nur eine wäre, sind wir beide stark genug, um zu sagen, okay, cool, wir gönnen es der anderen Person trotzdem. Yeah. Jetzt sitzen wir hier als Jury. Und ihr wisst, wir suchen einen Einzelinterpreten oder eine Interpretin. Ich kann auch verstehen, wenn ihr sagt, hey, wir gehen hier nur gemeinsam durch dick und dünn. Wenn wir das weiter schaffen würden, das würde natürlich für uns allen, besonders für die zwei, sehr viel bedeuten. Daria, für mich wird es heute an dieser Stelle leider nicht reichen. Ja? Von mir gibt es ein Nein für dich. Okay. Ich denke, wenn wir suchen in Songs, die mehr Verletzbarkeit haben, genau, denke ich ja. Also ich fand deine Stimmfarbe sehr schön. Ich würde gern mehr hören. Oh mein Gott! Okay! Ja, du bist im Recall erstmal. Daria, herzlich willkommen. Hier ist dein Recall-Ticket. Du darfst dir schon mal eins nehmen. Dankeschön, wirklich. Und jetzt bin ich gespannt, wie es bei dir ausschaut. Ich fand's
Es ist schwer. Also deine Stimmfarbe finde ich sehr einzigartig, aber die Performance hat mich leider nicht bewegt. Mhm. Also deshalb leider von mir ein Nein. Okay. Georgia, du hast von der Stimme her so eine besondere Farbe, dass sie unglaublich auffällt und markant ist. Da bin ich jetzt derjenige, der erstmal ein ganz klares Ja raushaut. Dankeschön. Hat mir gefallen. Vielen Dank. Danke, danke. Ilse? Ich muss sagen, dass wo wir anfangen jetzt und wo wir hingehen, dann muss das Niveau jetzt schon bereits sehr hoch sein. Für mich, ihr seid echt Opposites. Mhm. Auch in Musik. Ne? Und ich sag ja. Ah. Okay, Mädels, ihr seid durch. Nicole, herzlichen Glückwunsch. Haben wir doch beide. Georgia, hier ist dein Recall-Ticket. Ja, okay. Liebe Grüße nach Mannheim. Ja. Wir sind gespannt. Alles Gute. Danke. Wow, was für ein Krimi hier. Ich freue mich einfach, dass ich nochmal die Chance habe, nochmal mehr zu geben und mich selbst auch weiterzuentwickeln. Ich bin so froh, weil das reißt mir das Herz raus, wenn du so Schwestern auseinanderreißen musst. Yay! Also wir sind, ja, ich sehr, glaube, sehr, sehr schön. Wir gehen jetzt einen schönen Espresso trinken. Ja, genau. Toll, ja. Einfach toll. Ja, toll, aber toll, super. Das gemacht. Wird gefeiert heute. Oh ja. Ja. Gut gemacht, Schwesterherzen. Es geht wieder los. Wir suchen Deutschlands neuen Superstar. Die neuen Folgen findet ihr jetzt auf RTL Plus und auf unserem YouTube-Kanal. Viel Spaß beim Stöbern und Zuhören.